Und zwar haben wir heute eine echte Berliner Stilikone bei uns zu Gast. Er ist auch Buchautor von dem Buch Sei einfach du, also noch ein Literat heute hier. Das erschien 2020 im HarperCollins Verlag. Er ist ein Ästhet, ein Zweifler, Freund der Sichtweisenvielfalt und ein Glücksgefühle-Selbstversorger. Zu finden ist er auch unter Instagram, denn wir haben ihn heute auch hier, auch wenn du das Wort nicht magst, als Grandfluencer. Und ich möchte damit einen ganz, ganz, ganz großen Applaus für Günther Krabbenhoff. Moment, er ist zu finden im Internet. Genau. Habe ich schon gesagt. Auch hast du auch die Dings vorgelesen? Nee. https://www.instagram.com/gkrabbenhoff/channel/HL=DE. Da könnt ihr ihn finden. Folgt ihm, lasst ihm einen Daumen nach oben und auch ein Herz. Lasst ihm ein Herz. Genau. Da. Genau. Einen großen Applaus für Günther Krabbenhoff. Was hält dich persönlich bei der Stange? Also, ich würde sagen, Schwarzwälder Kirschtorte, Nacht im Berghain oder Treffen mit Freunden und über Gott und die Welt reden. Schwarzwälder Kirschtorte, bin ich dabei sehr auch? Sehr positiv. Sehr positiv, finde ich auch. So, Berghain war ich noch nie. Die Zweite Frage. Welche Dinge sollten wir festhalten und welche loslassen und warum? Also, ich meine, loslassen ist ja überhaupt die größte Übung im Leben. Die geht ja, das ist ja permanent. Loslassen, ganz einfach, um die Hände freizukriegen, wieder für etwas Neues. Ist natürlich oft schmerzhaft, aber ich denke mir, das ist unerlässlich, loszulassen. Und dann, findet sich eben halt garantiert auch wieder was Neues, was das Herz zum Tanzen bringt, ja. Naja, und du hast nicht auch so einfach, muss ich immer sagen. Na, einfach ist nichts, ja, na klar. Das ist wirklich nicht so einfach. Aber was ist schon einfach? Wenn man so und so lange mit einem Partner zum Beispiel zusammen ist und der dich über alles liebt und der dich nicht loslassen kann, der einen hinterher rennt, wo schon auf Deutsch gesagt Schluss ist. Ja, dann wechselst du den Ort oder machst du. Der einen die Ohren voll heult, ach, wie er mich liebt, ja, also. Naja, ich meine, da wird viel geredet, ne? Loslassen. Und, man weiß ja, was dahinter steckt. Man sollte gehen und loslassen. Ja, ich weiß, wie geredet wird. Und was, also jetzt auch nochmal auf Kerstins Frage eingehend, was hältst du von so abhängig, also wenn man auch, weil manchmal sind ja auch so soziale Bindungen und soziale Abhängigkeiten, die einem nicht nur 100% gut tun, sondern die einen vielleicht auch in die Bredouille bringen, wo man sich auch verändern muss, anpassen muss oder auch vielleicht sogar Hilfe leisten muss. Wann muss man loslassen und wann lohnt es sich vielleicht auch festzuhalten, obwohl es einem nichts bringt? Also jetzt, genau. Ja, das ist ja die große Kunst, das zu erkennen. Ja, wo muss ich loslassen, wo lohnt sich das nicht mehr zu kämpfen? Wie unterhältst du dich alleine? Warte ganz kurz, erst noch einmal die Frage, weil da, die würde ich gerne noch einmal die Antwort. Also das muss man erkennen und dann etwas loslassen. Oder man erkennt es, also dass man da noch eine Chance hat, irgendwo neu anzuknüpfen oder etwas zu verändern. Aber das ist eben halt das Besondere, das auseinanderzuhalten. Und dann irgendwie seine Energie letztendlich da so zu verschwenden, wenn man eigentlich gar keine Chance mehr hat. Und wenn man dann geht, hinterlässt man dann vielleicht auch viel verbrannte Erde? Oder ist das schon okay so, wenn man das für richtig hält und wenn man diese kleine Differenz, wie du es beschreibst, fühlt und auch erkennt. Also es muss ja nicht verbrannte Erde sein, aber ich denke mir, wenn man sich mit Anstand und mit wirklich mit Menschlichkeit trennt, das geht tatsächlich, ja. Zwar, wenn Emotionen im Spiel sind, dann wird das Ganze schwierig, aber ich denke, das sollte man hinbekommen, dass keine verbrannte Erde übrig bleibt. Und das ist mir bisher auch immer gelungen, eigentlich. Ja, das glaub ist ich, toll. Ja, die nächste Frage, die ich stelle, ist die dritte Frage. Wie unterhältst du dich allein am besten? Die optimale Situation ist, dass ich Zeit habe und Muße habe, meinen Gedanken mich hinzugeben und einfach nur meinetwegen den Wolken zuzuschauen und
einfach zu schauen, was in mir drin ist, was noch Fragen sind, die ich mir selber beantworten kann. Es gibt so viel über Dinge nachzudenken und dann vielleicht noch das Ganze untermalt mit einer dramatischen Opernarie von meiner lieben Freundin Maria, dann ist das perfekt und dann kann das durchaus schon Stunden dauern, ja. Und Maria ist eine Freundin von dir, die... Nein, das ist die Callas, ist auch eine Freundin Maria von mir. Ach, Maria Callas, ja, genau. Die kenne ich auch. Ja. Na gut, die nächste Frage. Ich wollte noch eine Rückfrage stellen. Ja. Moment. Und zwar... Nächste Frage. Was, nächste Frage? Ja. Aber, ach Mann, ey. Aber ich kommst ja gar nicht zum Zug, war. Na gut, okay, nächste Frage. Mach. Stell die private. Siehst du dich als eine Art Alleinunterhalter im sozialen Netzwerken für andere Personen, die nicht so ein buntes Leben haben wie du? Es war dein privates Interesse. Also ich weiß nicht, wie bunt das Leben der anderen ist. Ich glaube, das wird sich nicht viel unterscheiden. Und wenn es nicht bunt ist, dann kann das jeder für sich selbst bunt machen. Und ich würde mich da nicht als Vorbild nehmen. Ich weiß eben halt nicht, wie die anderen leben. Aber ich denke mir, die führen auch ein ganz erfülltes, tolles, buntes Leben. Genug Hass zum Beispiel. Ein anderer gönnt dir das vielleicht gar nicht. Ja? Naja, aber mit solchen Knallköppen musst du immer leben. Naja, irgendwie. So eine Vollidioten, ja. So weit kann man nicht als schizophren halten, sondern total bescheuert und bekloppt. Ja, ich meine, solche Menschen haben bei mir keine Chance anzudocken. Die gehen an mir vorbei. Das heißt, wenn vorne die Herzenstür auf ist, gehen sie auf der anderen Seite durch. Ja, ist bei mir genauso. Ja. Was passiert einmal mit deiner digitalen Erbe? Also du hast ja, wie es zu der Frage kam, du hast ja eben einen sehr, sehr lebendigen Instagram-Account. Also jetzt, wir wollen dich eigentlich, deswegen, ich wollte noch so Zwischenfragen stellen, um das so ein bisschen, aber Kerstin wollte einfach zu schnell, also du, es ist ja auch alles super, die Zeit ist auch top. Nee, alles gut. Ich wollte nur kurz sagen, dass die Frage zustande kam, weil du ja eben viele Follower hast und viel Content auch im Internet produzierst. Und das ist ja eine allgegenwärtige Frage, wirklich. Weil in unserem Vorgespräch, das fand ich interessant, da hast du gesagt, du beschäftigst dich auch natürlich mit dem Ende des Lebens und du hast auch dich schon getroffen mit Freunden, das fand ich wirklich eine tolle Geschichte und hast schon eine Urnen-WG jetzt schon gegründet, du weißt schon, mit welchen Leuten du beisammen dann dort lebst und das kann man alles irgendwie steuern, aber wie das, nicht lebt, also, ihr weißt schon, also was denn, wenn das Leben zu Ende ist und... Ich wollte sagen, warte. Es ist 23 Uhr. Es ist gleich vorbei. Ja, also ich denke mir, wenn und das man... digitale Erbe ist natürlich für immer da. Ja, die Endlichkeit von sich begreift. Und dann in meinem Alter kann man schon mal sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und da ist mir natürlich das auch entgegengekommen. Und ich meine, wenn ich unterwegs in den Clubs bin, da wird nicht nur getanzt, sondern da kann man durchaus auch das eine oder andere Gespräch führen. Und das ist da passiert. Und man hat mir mal so alte historische Gräber gezeigt. Und als ich dann von der Begehung wiederkam, da hatte ich plötzlich ein Grab und stellte fest, dass das für 6 Personen ist. Das habe ich meinen Freunden erzählt. Und dann hatte ich im Hand und Bremen so die berühmte Urnen-WG. Und letztes Jahr haben wir schon mal Probeliegen gemacht, haben einen kleinen Sektempfang dort auf dem Grab gemacht. Und dann hoffen wir, ich meine, in diesem Fall ist Leerstand wirklich okay, ja, bei Immobilien. Und in diesem Fall habe ich dann... Ja nicht nein, ich hoffe, dass da lange keiner einzieht. Auf dem Friedhof? Ja, na klar, mit einem Schläschen Champagner. Also wir 4 Leute haben gestanden und 2 haben gelegen, weil 4 Urnen draufpassen und 2 Särge. Da früh noch auf dem Friedhof, da waren die Probeliegen, so ein Quatsch. Naja, ich fand das also total cool, weil wir letztendlich uns mit diesen Dingen auseinandergesetzt haben. Und um dem Ganzen irgendwie etwas, dieses Endliche zu nehmen, haben wir das Ganze in einer Feier münden lassen, ja. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich wollte...
Ich finde das auch toll. Man muss sich doch damit auseinandersetzen, damit das Leben auch irgendwie dann auch, dass man so auch die Zeit ein bisschen besser. Ja, natürlich. Und gerade dann, wenn man diese Endlichkeit für sich kennt, dann kann das eigentlich das Leben nur geil sein. Dann kann man es eigentlich nur feiern oder tanzen. Darf ich mal fragen, wie alt Sie sind? Wenn ich fragen darf. Ja, so eine Schnapszahl im Moment, ja. Nein. Zweimal die sieben, ja. 77, ja. Das ist doch noch ein stolzes Alter. Das finde ich auch. Da ist noch viel Luft nach oben. Auf jeden Fall. Da brauchen sie noch gehen ja. Proben, ja. Auf den Friedhof. Da sind noch viele Jahre, ja. Ist das Urngrab da noch natürlich. Leer. Die Zitronen. Ja. Aber ja. Trotzdem, also das digitale Erbe, das interessiert mich schon. Auch es gibt jetzt auch schon so virtuelle, also dass man so virtuell, das hat sich glaube ich in Corona-Zeiten etabliert, auch so Trauerfeier machen kann, ja. Auch eben die Accounts dann dort gezeigt werden und so weiter, ja, und so fort. QR-Code, ne, am Grabstein, ja, genau. Ja, das habe ich auch gehört. Aber ich denke, meine Tochter kennt alle Passworte von mir und dann habe ich gesagt, soll sie das verwalten. Ich habe mit ihr darüber gesprochen und ich denke, das ist dann in guten Händen und die wird das schon regeln. Aber da ist nicht so voreingestellt, dass bis 2000, was weiß wenn ich, bei mir 90, das Licht ausgeht, jede, geht auch da das jede Licht Woche aus. Was okay. Gepostet wird. Okay, nein. Okay. Gibt's ja auch. Finde ja. Ich nicht so uninteressant. Ja. Ich mache das vielleicht. Ja, und das ich finde, es fühlt sich einfach auch gut an, irgendwie zu wissen, wo ich nachher bin. Und es ist so wunderbar, wenn ich da runterschaue und dann ist rechts das Berghain und links ist ein schönes Café und ich meine, mehr geht doch nicht, ne? Und dazwischen ist das Grab. Ja, na klar. Ah ja. Zwischen dem puren Leben. Ja, na klar, das möchte ich doch auch Gott. Weiterhin ja, das ist gut. Ja, das gefällt mir. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum an Günther? Irgendeine Frage noch? Noch eine Frage offen? Die einmalige Gelegenheit? Ja. Na? Was Sie schon immer fragen wollten und irgendwas? Sich nicht zu fragen trauten. Gibt es ja. Was? Also, ich stelle mir das ja manchmal vor, irgendwie, wenn es schon zu Ende geht, dann vielleicht beim fetten Riff und dann irgendwie machen sie alle irgendwie einen Gedenkriff und dann, weiß ich was, ist die Party zu Ende. Erstmal für den Moment. Und man sich vielleicht daran erinnert an so manche gemeinsame Party. Und das stelle ich mir vor, das wäre natürlich richtig gut, aber das ist kein Wunschkonzert, das Leben, ne? Aber schön wär's schon, ja. Ja. Und was ich auch interessant fand, ist, dass du uns auch erzählt hast, dass du eben so tatsächlich nochmal dein Leben komplett umgekrempelt hast und ja. Dass du neugierig bleibst. Unbedingt, und dass du ja. Jung, also ich will dir jetzt nicht die Worte in den Mund legen, aber ja. Ich fand das schon spannend, weil man sich natürlich auch oder ich mir auch überlege, wie kann man, also nimmt das Graue vielleicht, wie kann man das immer schön so weg? Von also einem ich sehe halt. Manchmal ist es auch gut, wenn es kommt, ja. Aber... Natürlich sehe ich das Elend der Welt um mich herum und was da passiert. Aber das bedeutet ja auch nicht, dass ich das ganz wegschiebe und nun eigentlich auch nun in Sack und Asche gehen muss. Ich setze mich mit den Dingen auseinander, tu, was ich persönlich tun kann. Aber mein Leben und wie das aller anderen geht auch irgendwie weiter. Das bedrückt einen, aber das Leben steht nicht still. Und dazu gab es gestern eine kleine Veranstaltung im Großen Haus, Bürgerliche Kälte. Da kann man nochmal nachgucken. Dass ich beerdigt werde. Und ich habe alle gesehen, die zu meiner Beerdigung kamen. War es ein schöner Traum oder nicht ein schöner Traum? Ja, wann hast du das geträumt? Ach, das ist Jahre her. Das hast du auch schon mal erzählt, vor zwei Sendungen. Ich wusste für jeden, der zu meiner Beerdigung kam. Ich habe die alle gesehen. Ich war scheintot. Aber hast du es geträumt? Das habe ich geträumt. Ah, wo waren das? Viele Leute waren aber da bestimmt. Ja, sicher. Musst du wer da war. Ja, das war gut. Noch jetzt eine Frage an Günther. Ansonsten einen ganz, 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 ganz großen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Günther Kramme. Dankeschön. Danke. Nimm das Wasser gerne mit. Du hast ja eine große Fanbase. Vielen, vielen Dank. Auch richtig schick. Günther hat uns auf jeden Fall heute Konkurrenz mit seinem Anzug gemacht. Also das ist mein ästhetischer Widerstand.